Diener. Ich bringe düstere Kunde. Zeratul. Ich blickte hinter die Schleier der Zukunft und sah dort nur Dunkelheit. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Ihr werdet ihr Leben in Händen halten. Auch wenn allein der Tod die gerechte Strafe für ihre Verbrechen sein mag, kann nur sie uns retten. Moment mal. Sprichst du etwa von Kerrigan? Das ist 4 Jahre her. Du tauchst einfach hier auf und... Die Zeit drängt. Ihr werdet verstehen. Dies birgt die Antworten auf eure Fragen. Erschließt das Geheimnis. Das Schicksal aller steht auf dem Spiel. Hat mich auch gefreut. Ermöglichen sie es einem, die Erinnerungen von jemand anderem noch einmal zu erleben. Was immer Zeratul entdeckt hat, wollte er mich auch unbedingt sehen lassen. Dann will ich wohl mal einen Blick riskieren. Ja, hallöchen, liebe Leute. Ich begrüße euch zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Eine dramatische Wendung in den ganzen Verkettungen hier. Wir schauen uns das mal an. Hier gibt es irgendwas im Rotos-Tank, was Neues. Logbucheintrag 2204. Video. Entschuldigung. Video anhalten, könnt das durchlesen. Schau mal hier. Diese Artefakte hier zu haben, macht mich nervös. Kannst du mir mehr über sie sagen? Es ist interessant. Das eine von Xil ist anders als die anderen. Dennoch, ich glaube, dass sie alle früher einmal eine Einheit gebildet haben. Du meinst, sie gehören zusammen? So scheint es. Es ist nur eine Theorie, aber fest steht, dass die Artefakte, die wir gesammelt haben, zueinander hingezogen werden. Eine Art harmonische Resonanz. Angesichts der übergeordneten linearen Ausrichtung angrenzender Objekte, denke ich, dass sie sich unter der richtigen Feldanpassung wie Magneten gegenseitig anziehen werden. Okay. Richte mal lieber nichts irgendwo hinaus, Doc. So wie sie gerade sind, gefallen sie mir eigentlich ganz gut. Ja, hört sich gefährlich an. Was ist denn das für ein Objekt? Stammt es von den Protoss? Allerdings. Aber ich würde an deiner Stelle nicht damit rumspielen. Das ist ein Kaidarin-Ihan-Kristall. In diesem Ding werden Erinnerungen gespeichert. Damit kannst du sehen, was andere erlebt haben. Könnte böse enden, wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht. Dir scheint es jedoch keine Angst zu machen. Du bist ein wirklich interessanter Mann, Jim Rayner. Du verstehst mehr von den Protoss oder den Zerg als irgendeiner dieser Experten, von denen ich gelesen habe. Tja, beginnen wir in die Forschung. Da gibt's auch was Neues. Also, was haben wir hier? Orbitale Depots. Das ist natürlich nicht schlecht. Ne? Wir bauen... Wir kommen aus dem Orbit und können unsere Arbeiter sofort wieder in die Arbeit schicken oder was ich dann nehmen werde, ist hier diese Mikrofilterung, dass die Raffinerien schneller arbeiten. Kriegen wir mehr Gas. Sehr schön. Für höherwertigere Fahrzeuge. So, was gibt es denn im Arsenal? Ah, hier ist der Panzer. Crucio, Belagerungspanzer, Panzerunterstützung, mobile, weiß ich nicht. Ja, könnt euch durchlesen. Wir schauen mal, was der gute Swan dazu sagen kann. Mit den Belagerungspanzern fahren wir jetzt richtig schweres Gerät auf. Ach ja, das beruhigende Donnern schwerer Geschütze. Naja, wenigstens solange sie auf unserer Seite sind. Außerdem ist die Standardkanone der neuen Panzer jetzt effektiver. Zusätzlich dazu sind sie stärker gepanzert. Hauptsache, sie haben im Belagerungsmodus noch immer die gleiche Reichweite. Der Rest ist egal. Mit Bunkern und Belagerungspanzern können wir die Stellung gegen so ziemlich alles halten. Oh ja. So, lass mal schauen wegen den Upgrades Basis. Okay. Ja,
Malströmgeschosse erhöht Schaden am Hauptziel. Ja. Und dann können wir noch hier 75% weniger Schaden an eigenen Truppen. Das nehmen wir noch. Was haben wir hier? Reparieren doppelt so schnell. Ja, komm, das nehmen wir auch noch mit. Das sieht gut aus. Wir gehen mal zur Brücke. Was hat denn der Kapitän zu sagen? Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade Ceratul auf dem Schiff gesehen. Wie viel haben Sie denn heute Nacht getrunken, Sir? Er war da, Matt. Und er war verletzt. Vor irgendwas auf der Flucht. Wo ist er jetzt, Sir? Keine Ahnung. Aber er ist nicht mehr auf dem Schiff. Er hat mir einen Ihan-Erinnerungskristall gegeben und wollte unbedingt, dass ich ihn mir ansehe. Er will wohl, dass ich sehe, was er gesehen hat. Schiffsmesse, ist hier was? Ja, Nachrichten. Fantastisch, her damit. Hier ist Donny Vermillion, live für UNN. Heute Abend im Programm die Zerg-Invasion. Der Schlachtverlauf bisher. Die Terranische Liga hält der Aggression der Zerg unbeugsam stand. Die Produktion wurde in allen Bereichen gesteigert. Die Anzahl der aus dem Strafvollzugssystem eingezogenen Soldaten ist angestiegen. Und die Space Marines sind bereit, sich in den Kampf zu stürzen. Die Zerg werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Donny, gab es Verlautbarungen, wann mit einem Gegenangriff auf die Zerg gerechnet werden kann? Kate, wenn ich dazu Stellung beziehen würde, würde ich wichtige militärische Geheimnisse preisgeben. Glauben Sie etwa, die Zerg verfolgen unser Programm? Ich weiß, dass sie es tun, Kate. Ich weiß es. Tja, wir machen die Nachrichten, Leute. Das war Kate Lockwell für UNN. Das hat so ein bisschen was von Starship Troopers, oder? Aber was sagt der große Mann? Jetzt haben wir schon 3 von diesen Artefakten auf meinem Schiff. Wann liefern wir die verdammten Dinger endlich ab? Sie haben im Moment alle Hände voll zu tun. Die Zerg sind auf dem Weg nach Tyrador zum Möbius-Hauptforschungszentrum. Ich glaube, von denen werden wir nichts mehr hören, bis sie sich irgendwo in Sicherheit gebracht haben. Na klasse. Okay, was sagst du? Hattest du Besuch? Vielleicht irgendwelche besonderen Gäste? Keine Ahnung, wovon du sprichst, Tosh. Oh, ich glaube, du weißt genau, wovon ich spreche. James Raynor. Irgendwas war gerade auf diesem Schiff. Ich kann es an dir riechen. Protoss, interessant. Was immer du zu wissen glaubst, behalt's für dich. Wenn du das nicht hinkriegst, kannst du die Luftschleuse von draußen betrachten. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen ins Labor und schauen mal, was der gute Ceratul erlebt hat. Raynor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall, auf das ihr sehen werdet, was ich gesehen habe, auf das die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Jo, hört sich spannend an, wir gehen rein. Freund Raynor, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit, auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel'Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Ja, das wird ziemlich spannend. Thank you.
Zerg-Schwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel'Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung oder Untergang? Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Werdet ihr es nicht erleben? Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturmzlauf, den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden. Niemals! Jeder hat sein Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet, empfange ich es mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Ach ja, solche Trailer könnte ich immer wieder sehen. Macht echt Spaß, dem zuzugucken. Ja, und wir werden jetzt ein wenig die Protoss kennenlernen. Shosak Moknul. Wir spielen jetzt mit Zeratul. Die Ehre gebietet es. Permanent getarnt. Meine Ergebenheit. Wir können nicht durchgehen. Wir dürfen nicht. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Dieser Abgrund ist gewaltig.
Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Hey, komm her. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ja, und werden uns natürlich teleportieren können oder springen können, je nachdem, was er macht. Ich werde sein Transit. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. So, und wenn wir sie einsperren, dann haben sie nicht mehr diese Aufdeckfähigkeit oder Detektorfähigkeit. Ich werde einen Weg finden. Ja, aber den Protoss ist auch noch recht interessant. Die haben Lebenspunkte und ein Schild. Ja, und die Schilde können wir eben regenerieren, die Lebenspunkte nicht. Na komm, mach das. Jetzt. Wir müssen handeln. In Audin Ashagal. Ja, das noch inne. Ich werde einen Weg finden. Oh, jetzt. Wollen wir. Nice. Zack, zack. Machen wir alles kaputt, Stück für Stück. Gucken, dass ich nicht ganz so viele Lebenspunkte verliere. Denn wir haben keine Sanitäter, die uns irgendwo im Hintergrund rein können. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Zack. Prophezeiung weist uns den Weg. Und ja, während ihr euch mit durchschnittet, können wir uns das mal ansehen. Wir haben hier verschiedene Beschreibungen zu den Einheiten. Eine leichte Einheit biologisch, es gibt aber auch eine mechanische Panzer, psionisch. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. Cool, ja. Und ja, verschiedene Einheiten haben verschiedene Boni. Euch gehört meine Ergebenheit. Gegen leichte Fahrzeuge, gegen gepanzerte und so weiter und so fort. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Ceratu? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Die Ehre gebietet es. So viel zu Kerrigans Gnadenfrist. Auf. Hey. Für Shakuras. Aufpassen, was wir machen. Oh, nice. Ich grüße euch, Verstärkungstruppen. Schicken wir es mal vorher den zum Aufklären. Er ist nicht fern von hier. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Euch, ich bin bestimmt. Erlaubt uns ihre Verteidigung. Sollen wir die erstmal. Bevor wir uns weiter voranwagen. Oh. Ja, machen wir die erstmal kaputt. Sehen wir das hier bei den Hetzern? Genau, sehen wir, ne? Normalerweise 13 Schaden und gegen gepanzerte Gegner, die Hetzer zum Beispiel selber sind, machen sie halt 17 Schaden, also haben wir ein bisschen. Ein wenig Bonusschaden. Den Pfad der Erlösung. Wir dürfen nicht anlocken. Gut, sehr schön. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Aufpassen. Sprecht ihr schwer. Ich mich jetzt angeben. Ja. Schosak Moknul. Aufpassen. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ja, kommst du? Wir kann ich dich locken? Nicht, ich bringe Weisheit. Holst mal den Dicken hier. Schön. Schosak Moknul. Ja.
Sprecht ihr mich an? Na, warten, bis der... das Lerngefängnis bereit ist. Und dann macht den kaputt. Euch gehört meine Ergebenheit. So, dann machen wir das. Und das hier. Die Ehre gebietet es. Ehre. Wir müssen dieser Brutlord-Patrouille mit Vorsicht begegnen, oder wir werden in Stücke gerissen. Ja. Oh, mal weg. Okay. Uiui, Glück gehabt. Euch gehört meine Ergebenheit. Bis der Cooldown durch ist. Okay. Das war schlecht. Schwer wiegt meine Bürde. Ah, ist natürlich. Sprecht ihr mich? Vielleicht können wir uns anlocken. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Vielleicht kriegen wir den weg. Nice. Ich suche den Pfad der Erlösung. Ihr seid doch die Weisheit in einer Zeit des Chaos. In Angst der Würde. Sehr schön. Ich bringe Weisheit. Wir müssen aufpassen. In einer Zeit des Chaos. In Arut reicht ihr mich an. Okay. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Kriegen wir hin. So, war hier noch was? Die Ehre gebietet es. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Euch gehört zurück. Meine Ergebenheit. Wir dürfen nicht zahlen. Ja. Ich suche den Pfad. Das ist doch. Weisheit in einer Zeit. Dann geh erstmal mit dem weg. Noch null. Ehre den Daelan. Oh wow. Eine, kriegen wir einen neuen. Was ist euch? Sprecht ihr mich an? Ja, wir müssen nochmal. Hierhin. Ich werde einen Weg finden. Ich suche den Pfad der Erlösung. Nicht, dass schon zu spät ist. Wir dürfen ist. Nicht sagen. Kommen die zurück. Euch okay. Gehört meine Ergebenheit. Ich glaube, hier gab es auch noch Sekundärsachen. Aber vielleicht werden die auch später freigeschalten. Dann kommt doch. Schwer. Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Ja, den rausnehmen. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle. Dadia. Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. Kontrolle nach oben geben. Also Sicht. Bietet es. Na, gehen wir es mal. Gehen wir es mal hier und holen uns hier die. Die Prophezeiung weist uns, sprecht schwer wiegt meine Würde. Ich suche den. Ich bin des Kampfes. Ich bringe Weisheit. Oh, hier, hier. In einer schwer. Ich bringe Weisheit. Okay, hier so ein bisschen was ist nicht ganz Chaos. In Arudin. Ganz so wild. Sprecht ihr mich an? So, schießen. Du kannst nichts machen, das ist in Ordnung. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Gut, jetzt können wir sie uns Stück für Stück holen hier. Obwohl ich kann damit ihm schon mal nach unten. Reicht ihr mich? Alles da ist, können wir schon mal nach unten. Brutstätte holen. Ja. Ja, und immer wenn wir ein Zerggebäude zerstören, spawnen da so ein paar kleine eklige Brütlinge. Die leben aber nur eine gewisse Zeit. Auch die Brutstätte muss man zerstören, das ist eine Aufgabe. Okay. Wir müssen den unendlich viel Schaden kriegen. Der zweite Teil der Prophezeiung.
Meine Aufgabe ist fast vollendet. Wenn wir schon limitierte Rohstoffe haben, dann müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ich suche. Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Ja. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Ja gut, da müssen wir eine Falle sein. Können. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Oh, das war schlecht. Eine Zeit des Chaos. Das wollen wir. Na gut. Müssen wir die holen. Moknul. Schwer wiegt meine Bürde. Da muss man. Ich suche den Pfad der Erlösung. Zack, zack. Ja, die regenerieren ihr Schild, das ist in Ordnung. Schusak Moknul. Euch gehört. Dauert alles ein bisschen, aber kriegen wir hin. Ich werde einen Weg. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer erledigt sie aus der Entfernung. Ja, dann schießt du mal. Schwer wiegt meine Würde. Was ist euer Begehr? Ich bin das Herz der Finsternis. Autsch. Nein, nie angreifen. Uiuiui. Sprecht ihr mich an? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich suche den. Da haben wir wieder zugeguckt, wie sie abnippeln, die Leute. Wiegt meine Bürde. Diese Brunnenstätte muss zerstört werden, wenn ich die Königin der Klingen davon abhalten will, dieses Land zu verwüsten. Was, ja. Aber mal kurz bis die. Ach komm, das holen wir uns so. Nee, das war klar. Ich suche den Pfad der Erlösung. Schusak, ich bringe Weiß. Ihr seid Alter. Ich suche den Pfad der Erlösung. Wir sind eins. Wir müssen aufpassen, was wir machen. Ich bringe Weiß. Schwer wiegt man. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Nice. Sprecht ihr, Schusak. Wir haben alle Zeit der Welt. Sprecht ihr mich an? Ich suche den Pfad der Erlösung. Ich suche den Pfad der Erlösung. Gut, das schauen wir mal, ne? Gehen wir erstmal da hoch. Schwer wiegt meine Würde. Erstmal das Ding platt machen, was uns enttarnen können. Wir gucken hier schon mal weiter. Schusak Moknul. Ehre deinen Namen. Entsprecht ihr mich an? Wir müssen aufpassen. Hallo? Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Oh, wow. Was ist euer? Kommt der denn her? Schusak Moknul. Euch gehört. Stachelkrabbler. Tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Ich suche den. Was ist schwer? Wiegt meine Rechte. Ich werde einen Weg finden. Uiuiui. Schusak. Da haben wir eine ganze Menge jetzt verloren. Das ist verdammt schlecht. Eins mit dem Schatten. Faszinierend. Uiuiui. Ganz wie ihr wünscht. Ich bringe Weisheit. Ja, mit dem können wir es nicht drauf packen. Des Chaos.
Schwer wiegt meine Mühe. Sprecht ihr mich an? Die Prophezeiung weist uns den Weg. Die Ehre gibt. Was ist das Problem, dass ich die so schnell nie kaputt kriege? Ich bringe weit. Ich bin sprech. Ihr seid auf mich angewiesen. Aha. Nun gut. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Ja, lass uns alles Stück für Stück rausnehmen. Ich bin das Herz der Finsternis. Aber der Zeratul macht jetzt nur relativ viel Schaden. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Das haben wir, das haben wir. Euch gehört ja meine Ergebenheit. Rentaro Tassadar, Prälat Zeratul. Ich bin der hohe Templer Karas. Meine Streitkräfte haben die Königin der Klingen bis zu dieser Welt verfolgt. Wir wissen jedoch nicht, wonach sie sucht. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Hui, okay. Schosak, schwer wiegt meine Bürde. Mal schauen. Oh, was ist denn los? Ich habe den Ultralisk in einem leeren Gefängnis eingeschlossen. Ui, Vorsicht. Tötet ihn, Karas. Sprecht ihr mich an? Die Prophezeiung weint. Zeratul, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Klar. Keule. Schwer wie eine Hürde. So, wir müssen es, glaube ich, hier hoch. Vernichte diese Nidus-Würmer. Sonst werden die Zerg uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Josak Moklun. Ja, komm, kurz. So. Oh, noch einer. Was? Falscher Knopf. So. Lass mal schauen. Okay. Ist dann wahrscheinlich der letzte. Die letzte Brutstätte so rum. Lass mal auskundschaften. Die Königin der Klingen will diese Welt mit ihrer Brutstätte pervertieren. Ich muss sie zerstören. Pervertieren. Ich suche dir. Natürlich unschönes Wort. Ja. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Shit. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Sprecht, ich suche den Pfad der Erlösung. Sprecht ihr. Erstmal das. Ich will noch die Würmer hier zerstören, dass wir mit meinem Gegner kommen, aber. Ich denke überhaupt nicht, dass wir da noch. Wir können mal hier hingehen. Können wir dann vielleicht gleich nach unten teleportieren? Es ist vollbracht. Sehr schön. Kerrigans Brutstätten sind alle zerstört. Es besteht noch Hoffnung für diese Welt. Ja. Gehört meine Ergebenheit. Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll. Aber wenn die Königin der Klingen diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was?
Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Ceratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten, um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ich werde euch nicht zurücklassen. Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Ceratul. Die Zukunft hängt davon ab. Okay. Euer Opfer wird nicht in Vergessenheit geraten. Da kommt schon der, da kommt schon der Schleim. Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Tja. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Ehre gebietet es. So, jetzt teleportieren uns. Wir können uns ja zum Glück teleportieren. Autsch, autsch. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Hier hoch. Achso, Ich muss die Lehrensucher erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Lauf, kleiner Ceratul. Das Chaos. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sakul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Ja, liebe Leute, das war der erste Teil der Prophezeiung vor Boten des Untergangs. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.